meine beste Grimasse. Ich kenne viele gute Witze, aber das Problem ist, ich kann die nicht so gut erzählen und ich vergesse die auch immer wieder. Aber ich kenne halt immer diese kurzen Witze. Zum Beispiel sagt der eine Magnet zum anderen, was ziehe ich denn heute an? Und wer es nicht erkennt, ist ein Frosch. Okay, das ist ein Frosch. Irgendwas habe ich daran vergessen. Aber ich hatte auch nur 2 Minuten Zeit. Also, ich mache meine Haare, weil die eigentlich sehr gesund sind und ich pflege die auch immer schön. Und dann, die wachsen auch voll schnell. Deswegen mag ich die. Was mag ich noch? Wenn mich nichts aufregt, bin ich eigentlich die ganze Zeit wirklich gut gelaunt, lache viel. Und ich weiß nicht, mein Motto ist einfach, in jede Sache reingehen, also immer positiv denken, weil wenn man dann irgendwie aufwacht und sagt, oh, der Tag wird scheiße, dann wird der auch scheiße. Und deswegen, das mag ich, oder das möchte ich auch gerne beibehalten, dass ich einfach immer alles sozusagen positiv sehe und mich darauf freue. Ja, also, meine Lieblingsserie ist Gossip Girl. Die habe ich jetzt auch schon länger, ist ein bisschen länger her, dass ich die geschaut habe. Aber ich finde es einfach so cool, weil es so die East Side ist, also so halt sozusagen die Betuchten werden da so gezeigt, wie die zur Schule gehen und wie die da so leben. So ein paar Intrigen werden da gezeigt, das ist halt auch eigentlich ziemlich witzig, weil das bei uns gar nicht so ist. Ja, finde ich aber echt cool. Und die haben immer so coole Klamotten an. Die haben jedes Mal was anderes Cooles an. An Deutschland? Das Wetter. Ich würde echt gerne das Wetter ändern. Und ich finde es schade, dass Deutschland so wenig Meer hat. Halt nur oben. Das finde ich schade, weil ich da so weit weg wohne. Und wenn man dann aber schon an die Ostsee oder an die Nordsee fährt, dann ist es immer kalt. Deswegen würde ich echt das Wetter ändern. Ich finde halt solche Playa oder Piscina witzig. Oder Piscina hört sich halt lustig an, weil es halt Schwimmbad ist. Das ist ein cooles Wort, ja. Also mir ist eigentlich nie langweilig, weil ich bin eigentlich immer auf Trab. Also wenn ich nicht gerade was mit meinen Freunden mache oder lerne oder unterwegs bin, bin ich auch echt froh, mal zu Hause zu sein. Einfach nur an meinem Laptop oder mit meinen Eltern oder an meinem Handy. Und wirklich, mir ist eigentlich nie langweilig. Das ist, wenn mir dann langweilig sein sollte, was eigentlich nicht vorkommt, ja, dann verabrede ich mich mit meinen Freunden. Hey, ich bin die Dominika, die amtierende Miss Süddeutschland. Und ich wollte mich nochmal für eure Unterstützung bedanken und auch für das Interview. Das hat mega viel Spaß gemacht. War echt witzig. Ist was Witziges dabei rausgekommen. Und ja, meine Botschaft weiß ich nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 2 Wochen hier noch in Fuerteventura, in einem Europapark. Und ich glaube, ihr könnt es auf jeden Fall gerne noch hier im Internet verfolgen, wer mag.